So, hier runter. Ich denke, es ist einfach, das sieht dann hier unten ein bisschen größer aus, wenn man da durchlatscht, ne? Wenn man hier es ein bisschen abgesenkt hat. Und ein bisschen Terraforming hier betreiben. Dann ist die Fackel natürlich ein bisschen weg wie jetzt gerade. Aber es ist, glaube ich, ein verkraftbarer Moment. Es ist nur etwas dunkel geworden. Aber jetzt nicht mehr. Das kommt natürlich mit. Hier die Wand und sowas, das würde ich sagen, bauen wir dann später ein bisschen mehr aus. Und ich will nicht immer ein bisschen sagen. Weil ein bisschen ist immer ein Füllwort wie jedes andere. Oder so auch. Ne, zum Beispiel so ist auch ein Füllwort. Fällt immer sehr gerne auf. Je weniger die Leute eine Ahnung haben, was sie eigentlich sagen wollen, umso mehr sagen die sowas wie so und halt und sowas. Ne? Oder je nachdem, ich sag mal, was für rhetorische Kompetenzen eine Person dann so aufweist. Ich meine, das übt man ja in der Form jetzt eigentlich auch, ne? Wenn man hier viel spricht und so. Und so ist, ne? Das ist auch ein schönes Füllwort. Ist eigentlich immer spannend, wenn man sich auch selber gerade beobachtet oder allgemein, ich sag mal, das, was man hier in den Aufnahmen spricht, wirkt sich entsprechend auch auf den, ja, auf den, ich sag mal, auf die restliche Lebenszeit auf, aus. Das heißt, man überlegt sich da oder man hat halt so einen gewissen Sprachfluss, den man da entwickelt, ne? Also ich spreche allgemein, huch, dann Creeper. Auch nicht übermäßig viel, oder habe ich zumindest nicht immer wirklich, habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt. Aber das entwickelt sich gerade ein bisschen mehr dahin, dass ich auch selber mehr Spaß habe, anderen Leuten überhaupt was zu erzählen. Da war ich bisher meistens eher in der passiven Rolle drin. Ja, dass ich gerne zugehört habe, wenn andere Leute sich unterhalten haben oder so. Und der Creeper mir gleich um die Ohren fliegt, aber er keinen Bock mehr hat. Stirb! Du Lappen! So. Was macht die Spinne denn da? Auf jeden Fall! Ha! Ha! Erzähle ich jetzt auch lieber gerne etwas mehr. Ach! Cool, Breakdance Creeper. Aber die sehen immer so unfreundlich aus. Nicht damit, nicht bei den Fenstern. Ich wollte ja immer mal den Eingang hier anders haben, ne? Ich glaube, jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt dafür. Blöd hier. Nee. So muss es aber nicht sein. Ich lege mich mal schlafen. Wahrscheinlich ein Fehler, weil da hinten die Tür offen ist. Ich guck mal. Gute Nacht da draußen. Ah, ich lebe. Wow, ich lebe. Auf jeden Fall. Ja, es ist immer schön, einen Satz mit auf jeden Fall zu beginnen oder einen neuen Absatz im Gespräch oder im Monolog. Hatte die Zäune zerstört? Ich meine, ich sehe gerade keine. Und auch das schöne Glas, alles weg. Och, Mann, oh. Soll ich jetzt hier das wieder reinzimmern hier? Wahrscheinlich schon, ne? Ist hier, glaube ich, der angebrachte Zeitpunkt dafür. Das Ding muss eigentlich auch noch weg, aber das ist gerade egal. Erstmal mache ich hier den Boden dicht. Der muss auf jeden Fall dicht. So. 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 Und nochmal so. Ich mache es erstmal so hin, wie es vorher war. Die schönen Blöcke. Das schöne Glas. Creeper. Eiferfluch, jo. Hier haben wir wahrscheinlich noch gar nichts drin. Da haben wir den ganzen... Huch. Nee. Kobbelquatsch. Kobbelquatsch mit Michael. Die Tür muss zu. Wahrscheinlich mache ich die gleich wieder auf, wenn ich da wieder hingehe. Der Raum da hinten, hier gab es öfter mal den Ansporn oder die Idee, dass man hier einen Glasboden reinhämmern würde oder könnte. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Ich würde den wahrscheinlich tatsächlich nicht als Gästeraum auslegen, sondern eventuell, ja, ich weiß nicht, ob da irgendwie dann noch ein kleiner Lagerraum oder sowas hinkäme oder ja, was auch immer. Werde ich mir was überlegen. Kann natürlich auch sein, dass ich dann sowas wie ein
wie eine Bibliothek oder irgend so was hier reinhaue, dass da einfach nur ein bisschen Verzierung ist, ohne dass da irgendeine sinnvolle Aufgabe ist, kann natürlich passieren. Aber es wird sich halt, na, wird sich zeigen. So, jetzt habe ich das da hinten noch nicht ganz richtig wieder zugemacht. Ich bin da hingelatscht zu den Kisten, um Glas zu holen. Und jetzt hänge ich hier und hab mir das Holz geholt hier für den Durchgang. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich kann sogar noch einen hier runtergehen. Wobei. Ja, ich mach das einfach mal. Ist ja nicht weg. Ja, ansonsten, wenn es zu tief ist, dann ist es halt. Dann ist es zu tief und dann machen wir es wieder höher. Auch sehr spannend. Na, und zum Beispiel, um nochmal auf das Reden zurückzukommen. Ich hoffe, das ist immer noch jetzt die gleiche Folge. Sonst wäre das ein bisschen aus dem Zusammenhang raus. Ansonsten einfach die letzte Folge nochmal genau anschauen. Anhören vielmehr. Ich rede allgemein nicht übermäßig viel. Sollte man jetzt nicht meinen, wenn man sich das hier anhört. Und unter anderem liegt es auch daran, dass ich, es wurde auch schon festgestellt, gerade wenn ich in bestimmten oder hier, ne, in ein paar Folgen ein bisschen konzentrierter was erzählt habe, dass ich dann bei manchen Wörtern so leicht die Schwierigkeiten habe, dass ich dann da leicht zu stottern anfange. Das ist, ich sag mal so, das ist in, wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, ist es deutlich stärker. Ne? Das habe ich auch schon von anderen Leuten gelesen oder mitbekommen, halt per VPN oder was weiß ich was, oder auch von Leuten, mit denen man sonst halt Kontakt hat, dass im normalen Alltag, dass man dann tatsächlich so leichte Schwierigkeiten hat, irgendwelche Sachen auszusprechen, dass man bei irgendwelchen Wörtern halt hängen bleibt oder was weiß ich was, ne? Dass es einfach nicht so flüssig läuft, wie es eigentlich sollte, ne? Dass, auch wenn man das im Alltag hat, ist zumindest bei mir so, dass wenn man hier dann alleine in seinem Zimmerchen hängt, dann ist das plötzlich nicht mehr. Oder dass man hier dann auch in der Aufnahme, ne, so zum Beispiel wie es jetzt gerade läuft, doch eigentlich so gut läuft, dass es überhaupt nicht auffällt. Also wenn man nicht drauf achtet, dann merkt man das nicht so wirklich. Also dass man die Anzahl an Versprechern oder Hängenbleibern, dass die nicht irgendwie überdurchschnittlich oft ist. Also das, was andere Leute halt sonst auch gerne haben, wenn die einfach entweder zu schnell sprechen oder keine Ahnung haben, was sie gerade sagen wollen oder sowas, passiert ja alles halt mal, ne? Und gerade das ist eigentlich, wenn man halt sonst leicht Probleme damit hat, ist es halt doch sehr angenehm hier, wenn man das quasi hier, ne, in der Aufnahme, also es ist ja sonst, wenn man allein in seinem Zimmer hockt, ne, warum sollte man irgendwie groß erzählen? Ne, da ist ja keiner, da hört dir keiner zu. Deswegen ist es eigentlich sehr schön, wenn man dann hier aufnimmt und das läuft alles ganz wunderbar. Man hat quasi die indirekten Bedenken, dass man irgendwie bei irgendeinem Wort hängen bleiben kann, die schaltet man dann irgendwie aus, weil man selbstsicherer in der Form ist, dass man das ja eigentlich kann. Ne? Man nimmt das hier schön auf und das läuft. Das ist ein bisschen zu breit hier. Das ist blöd. Davon aber mal abgesehen. Und deswegen war es für mich zumindest auch ein Anreiz, überhaupt mit den Sachen hier anzufangen, ne, mit Let's Plays aufzunehmen und sowas, weil ich gemerkt habe, es macht halt Spaß, ne, dass ich hier halt so einfach frei reden kann. Und vor allem ist es auch, was ich jetzt so im Alltag merke nach einer Weile, ne, es ist ja jetzt schon dreiviertel Jahr oder was ich das hier mache, dass ich das entsprechend auch auf die restlichen Lebenssituationen auswirkt. Das heißt, auch wenn da noch andere Leute sind, wenn ich mich mit normalen, mit Leuten irgendwie normal unterhalte, ist es halt besser geworden, auf jeden Fall. Das heißt, das, was man hier eigentlich die ganze Zeit macht, ist, dass man das übt. Und das ist, oder stelle ich mir so vor und ist eigentlich auch so, kann ich jetzt auch schon so aus Erfahrung sagen, dass es natürlich nicht nur in dem Fall ist, dass wenn man Probleme mit dem Sprechen hat, sondern auch wenn man irgendwelche Vorträge irgendwo halten muss oder allgemein anderen Leuten irgendwas erzählen will oder muss, auch irgendwie durch die Schule oder Job oder wie auch immer,
dass man dann dieses freie Reden eigentlich doch sehr gut hier üben kann. Das ist einfach in der Form, dass man versucht, die Sätze so zu formulieren, dass sie irgendwie Sinn ergeben und trotzdem irgendwie eine runde Sache draus macht, dass es trotzdem unterhaltsam für den anderen bleibt. Weil bringt ja auch nichts, wenn man da irgendwie stundenlang durch die Gegend labert und dann kommt nicht wirklich was bei rum, weil der andere in der Zeit schon eingeschlafen ist. Ja, ist natürlich auch Quatsch, ne? Oder auch, dass man halt, wenn man irgendeinen Vortrag hält, dass man da nicht allzu viele Füllwörter reinbringt oder sich mit Leuten unterhält, dass man hier die ganzen Soße und Hals und, also nicht der Hals, ne, sondern wisst Bescheid, ne? Dass man das halt etwas eindämmt und das kann man, und die ganzen Ös, ne, und die Ös und Ö, das kann man alles üben. Und je öfter man das hier macht, ich sag mal, umso natürlicher ist das, dass man einfach vor sich hin quatscht, ohne dass der andere da einem ins Wort fällt oder eine Rückmeldung gibt. Das hat man bei einem Vortrag ja meistens auch nicht. Da sieht man zwar die Leute, die meistens dann eher mittelbegeistert aussehen oder am Rumschnarchen sind. Aber naja, hier liest man das dann halt in den Kommentaren oder sieht man an der Bewertung des Videos, ob es gut angekommen ist oder an den Zuschauerzahlen überhaupt, ob das Video dann überhaupt interessant ist und sowas. Und deswegen, ja, weiß ich gerade gar nicht, was ich damit eigentlich sagen wollte. Aber das ist auch viel wert. Es ist auch eine interessante Sache, es ist mir zumindest aufgefallen. Also hat jetzt mit dem eigentlichen Thema jetzt gar nichts mehr zu tun. Also ja schon, ne? Aber dass man, es gibt halt manche Menschen, mit denen kann man sich, oder sagen wir mal, so ein bisschen abstraktes Denken ist auch immer eine feine Sache. Ne? Zum Beispiel, Ja, weiß ich nicht, jetzt ist ja schon wieder ein ganz anderes Thema hier. Aber es gibt halt Menschen, mit denen kann man sich über Dinge unterhalten, die überhaupt nicht existieren. Das heißt, man geht von Gedankenmodellen aus oder denkt man sich in seinem Kopf, denkt man sich irgendwas aus und versucht sich mit dem anderen dann zu unterhalten. Aber ich meine, der andere hat genauso wenig Ahnung von dem quasi, was man da dann sich ausgedacht hat und spinnt quasi das, was man selber sich ausdenkt, auf seine Art weiter. Das heißt, man unterhält sich über irgendein Thema und der andere bringt dann da neue Ideen rein und das entwickelt sich dann so weiter. Ist es immer blöd, da kein Beispiel für zu haben? Aber sagen wir mal, man unterhält sich darüber, wie es wäre, wenn Spinnen, zum Beispiel, weil die hier gerade rumgekrischen hat, wenn die zum Beispiel im Alltag, was weiß ich, Fahrrad fahren würden. Ne? Das heißt, man überlegt sich halt, wie müsste dann eigentlich ein Fahrrad aussehen, damit das für die Dinger praktisch wäre. Oder was könnte man beim Fahrradfahren mit den ganzen restlichen Armen eigentlich anstellen? Es ist eine Situation, die eigentlich total sinnfrei ist, aber man könnte sich halt überlegen, wie das denn eigentlich wäre. Und ich gehe mal schlafen. So, wahrscheinlich bringt es gerade gar nichts und es ist gerade sowieso Tag. Fast. Ja, das heißt, man kann sich einfach über Dinge unterhalten, die nicht existieren, aber es funktioniert halt. Das hängt immer ein bisschen mit der Fantasie des anderen ab, Fantasie des anderen ab. Und auch ein bisschen je nachdem, ich sag mal, wie sehr dann jeweils der Einzelne irgendwie einen Schaden hat. Ne? Wie kreativ der so ist, was er sich eigentlich ausdenkt in dem Augenblick. Wenn dem Holz hier oben ist, weiß ich nicht. Doch, klar, das muss hier hin. Haha. Hätte ich mir auch gerade sparen können. Das ist, es kommt immer auf den Menschen an. Manche Menschen können das gut. Manche wollen das auch gar nicht. Habe ich den. Eieiei. Haha. Habe ich den Eindruck. Schönes Loch. Aber ich finde es immer sehr spaßig. Und vor allem, wenn man sich versucht, oder wenn man versucht, sich sowas vorzustellen und da auf dieser Grundlage dann neue Sachen zu entwickeln. Das ist ja eigentlich. Ich finde es immer sehr spannend. Das heißt, es gibt immer einen gewissen Grad an Abstraktheit, dann der dann irgendwann anstrengend wird. Ne? Also wenn es zu weit abdriftet, dann schüttelt man selber auch gerne mal mit dem Kopf.
Es ist auch immer sehr angenehm oder manchmal sehr unterhaltsam auch, dass wenn man sich mit jemandem unterhält über irgendeinen Blödsinn, den man sich gerade ausgedacht hat, aber den halt beide so weiterspinnen und dann da irgendjemand anders noch daneben steht und zuhört, aber halt überhaupt keine Ahnung hat, was das eigentlich soll oder dann einfach nur mit dem Kopf schüttelt, weil er sich denkt, was für ein Müll das eigentlich da gerade ist, was man da redet, ist auch sehr unterhaltsam. Kommt hier durchaus öfter mal vor. Na, das mal halt nur so als Nebenhergeblubber hier. Dass man halt, und vor allem, wenn man sich über sowas unterhält, was nicht existiert. Ich meine, es ist tatsächlich auch eine Form von abstraktem Denken, ne? Und irgendwo auch, es hält irgendwo auch, dass den Geist ein bisschen fit, ne? Dass das Gehirn quasi immer am Rödeln ist, dann bei solchen Ausführungen. Und dass man das dabei auch ein bisschen übt. Das heißt, auch das ist irgendwo dann wieder für den, für den Rest quasi des Lebens wieder irgendwo verwertbar. Ich meine, es gibt ja viele Dinge, die man macht, wo man denkt, wofür brauche ich das denn jetzt eigentlich, ne? Aber irgendwo merkt man dann, dass man da doch einen gewissen Vorteil von hat. Warum auch immer oder in welcher Form auch immer. Und das mit dem Holz sieht etwas noch nicht so schön aus. Das muss ich mir noch überlegen. Aber um das hier alles mal abzuschließen, das Thema, ne, ist halt, ja, ist spannend. Reden kann so spannend sein. Zumindest, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.